und jetzt willkommen zu einer neuen Info-News. Ja, ich habe wieder was vor, meine Damen und Herren. Es ist ja nochmal soweit. Ich will so ein kleines Community-Event wieder starten. Da handelt sich um Folgendes. Ich habe das schon mal gemacht. Ich zeige euch das jetzt genau, worum es jetzt genau geht. Ich habe mal eine Zeit lang kleinere YouTube-Kanäle, ich will nicht sagen gepusht, aber unterstützt. Und ich bin immer gern jemand, der auch die Kleinen mal unterstützt, die richtig geilen Content bringen, aber halt einfach nicht aus dem Knick kommen, nicht aus dem Pott kommen oder vielleicht nicht gesehen werden. Das ist auch immer so ein Thema, ne? Man macht und tut und man kommt einfach nicht aus dem Knick. Und da habe ich mir überlegt, dass wir da mal was starten, nämlich ihr könnt euch bei mir bewerben anhand kleiner Daten, also wie lange ihr einen YouTube-Kanal schon habt. Und dass ihr da ETS 2 logischerweise und auch ATS zeigt. Jetzt keine anderen Spiele, sondern wirklich jetzt hier rein nur das, was wir so machen, ETS 2 und so und ATS. Und ihr da gerne euren Kanal vorstellen könnt. Das machen wir dann anhand eines Livestreams mit Discord in Kombination. Und werden wir dann da ein bisschen drüber quatschen und dann euren Kanal präsentieren, zeigen. Und und ich schaue mir euren Kanal vorab an und dann schauen wir mal, was so Phase ist, ne? Wenn mir das zusagt, dann kriegt derjenige dann halt eine Einladung. Das machen wir dann so mit 2-3 Leuten im Discord. Und dann können die Leute zu Hause ein bisschen zuschauen, entscheiden, vielleicht abonnieren gleich. Und ich möchte, wie schon gesagt, einfach da die kleinen Kanäle einfach mal ein bisschen auch was zurückgeben oder beziehungsweise einfach ein bisschen pushen hier ein bisschen. Ne? Ich habe das immer so gemacht, war mal eine Zeit lang, wenn ich so ein bisschen so Langeweile hatte, bin ich immer hier auf YouTube gegangen, ETS 2, gibst du ein und gehst hier auf Live. So, dann siehst du hier die ganz normalen Kanäle, die gerade aktuell live sind. Und ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, wo ein paar Leute bis zugeguckt haben. Hier 7, hier 10 und so. Oder vielleicht halt bloß eine oder zwei. Und bin dann da mal draufgegangen, habe da mal ein bisschen mitgeschrieben. Und dann waren sie gleich so, was macht der hier so in der Richtung? Ne? Und das war dann immer ganz interessant, weil die Leute da ein bisschen ausgeflippt sind. Ne? Und wenn ich dann bei so einem Live dabei bin, und ich kommentiere da was, dann sehen das meine Abonnenten und gehen dann auch auf den Kanal drauf und dann kriegen die da ein bisschen mehr Abonnenten und das ist auf alle Fälle ganz interessant und auch ganz lustig dann. Ne? Vor allem, ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Kanal hätte mit 100 Abonnenten als Beispiel und da kommt jetzt einer, der über 100.000 Abonnenten hat und der guckt mir zu und zockt das gleich und ich kenne ihn sogar noch, dann würde ich wahrscheinlich genauso ausflippen, ne? Der mich dann vielleicht ein bisschen supportet. Und um das geht es, meine Damen und Herren, ihr könnt zu Hause am Empfangsbolzen, habt jetzt die Möglichkeit, nur wer möchte und die Klöten auch dazu hat, natürlich auch gerne die Damen, schreibt mir einfach eine E-Mail, mrgermantruck@gmx.de, ich schreibe das nochmal unten in die Beschreibung rein, dann schreibt ihr mir bitte eine E-Mail, wie lange habt ihr euren Kanal, wie viele Abonnenten habt ihr aktuell, was spielt ihr jetzt hier genau, also ETS 2 und ATS wäre natürlich für mich auch, würde mehr Sinn machen, weil ich mich halt einfach da auskenne, ne? Logisch, wenn ihr jetzt herkommt mit COD oder whatever, da bin ich einfach raus, da kann ich nicht. Das ist schwierig, ne? Deshalb wäre halt hier so Simulator-mäßig wäre dann schon besser dran, ne? Vielleicht auch LS. Ich habe mal LS gezockt, aber ist auch schon wieder, weiß ich nicht, gefühlt hier Jahrhunderte her. Aber ETS 2 und ATS wäre so, ne? Steckenpferd hier das Ganze, wo ich mich wohlfühlen würde und euch natürlich dann viel besser supporten kann, weil ich ja auch das Publikum dafür habe, ne? Weil ich eigentlich nur ETS 2 und ein bisschen ATS mache, ne? Genau. Wer Bock hat, schreibt und dann, ich schaue mir dann eure Kanäle an. Wenn mir das zusagt, dann kriegt der ein oder andere natürlich auch von mir eine Antwort, eine Rückantwort mit einem Datum. Schauen wir mal, ob es sich dann da ausgeht, wann wir uns dann treffen im Discord. Das machen wir dann im Livestream. Wir werden dann wahrscheinlich eine Runde fahren, Tank SMP oder halt dann auch STS Konvoi. Und dann on top schauen wir uns dann euren Kanal noch an im Livestream und die Leute können dann gleich, wenn sie dann Interesse haben, euren Kanal anschauen, können dann mal drüber stöbern, können vielleicht gleich mal ein Abo dalassen und, ne? Um einfach mal die kleinen Kanäle auch ein bisschen zu pushen, ne? Einfach ein bisschen voranzutreiben. Und ich glaube, das ist eine runde, coole Geschichte, auch mal die kleinen Kanäle zu hören, ne? Ich meine, ich komme auch immer sehr viel in Gespräche mit Leuten, die schon sehr viele Abonnenten haben, logisch. Und dann ist es immer, ich will nicht sagen hochgestochen, aber man kommt dann immer in dieses Level, ja, so viele Abonnenten und Umsatz und hast du gesehen, sondern nein, darum geht es gar nicht, sondern ich fange immer gern ganz unten an, ne, um einfach mit den Leuten zu quatschen, hey, wo willst du denn hin, was sind deine Ziele und wie lange willst du das machen, weil viele haben halt auch nicht so die Ausdauer, das habe ich auch schon ganz oft gehabt, dass wir Leute hatten, die gesagt haben, die wollen voran und dann nach einem halben Jahr, ich habe keinen Bock mehr. Und dann denke ich mir auch, Alter, jetzt, ne, was Phase, komm,
kommende Pushen. Ich habe ja auch über, weiß ich nicht, 10 Jahre gebraucht oder nie länger sogar schon. Ich glaube 12 Jahre mittlerweile bin ich jetzt hier schon aktiv mit Mods unterwegs von ETS 2. Und ihr seht, jetzt bin ich erst bei 100 und fast 105. Ein paar fehlen mir noch. Ja, Abonnenten. Also ihr seht, es ist möglich, ja, aber du musst einfach am Ball bleiben. Und da ist... Da muss man hartnäckig bleiben, ne? Nicht einfach klar aufgeben, nur wenn man da im Monat vielleicht mal nur 5 Abonnenten gewonnen hat. Ne? Immer Ball bleiben sein, Ding durchziehen und dann geht es natürlich auch dann irgendwann voran. Genau, also ihr wisst jetzt Bescheid, haut es gerne in die Kommentare oder beziehungsweise mir eine E-Mail in dem Fall, ob, falls ihr noch generell Fragen habt, gerne in die Kommentare reinhauen und dann schauen wir mal, wie es dann so abgeht und wer sich da meldet und ja, wie dann sich das so, ja, entwickelt das Ganze. Ne? Ich habe da voll Bock drauf, mal die Kleinen ein bisschen zu supporten. Ne? Das macht irgendwie Laune, macht Spaß. Finde ich irgendwie cool. Gut, also dann wisst ihr Bescheid. Falls Fragen sind, gerne in die Kommentare. Ansonsten, E-Mail ist in der Beschreibung drin und dann könnt ihr euch gerne melden. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Tschüss.